Jo, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir machen jetzt weiter hier mit Episode 2 vom allerersten DLC. Die kam jetzt heute ganz frisch heraus und ich bin sehr gespannt, wie jetzt es hier alles so weitergehen wird in Episode 2. Und soweit ich weiß, sollen hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Schiffskämpfe in den Vordergrund gehen. So, erstmal den hier ausschalten. Zack. Wunderbar. So. Und unser Ziel ist auch schon gleich dort vorn. Seltsame Gezeiten, finde die Kontaktperson und sprich mit ihr. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, ob wir vielleicht irgendwas Neues bekommen an Upgrades oder so. Bei Episode 1 von dem DLC hatten wir ja hier auch schon eine neue Fähigkeit bekommen, wenn ich mich noch richtig dran erinnern kann. Deswegen, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass da wieder so etwas in der Art kommt. So, und wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal zu unserer Mission hin. Von nichts anderem lassen wir uns mal hier ablenken. Weil ich bin halt gespannt jetzt auch, wie das weitergeht hier. Episode 1 von dem DLC hat mir persönlich ganz gut gefallen. Deswegen hoffe ich, durch DLC 2, würde ich schon sagen, Episode 2 mir auch ganz gut gefallen wird. Weil, ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Angst, dass das plötzlich dann abnimmt, so von DLC zu DLC. Weil irgendwie ich diese Angst habe, seitdem bei Far Cry 5 ich diese ganzen Erweiterungen gespielt hatte. Und Far Cry 5 ist ja auch von Ubisoft, zwar nicht vom gleichen Entwicklerteam, aber ja, trotzdem halt von Ubisoft. Deswegen habe ich, was das betrifft, so ein bisschen Angst. Und apropos, wenn wir schon so bei Far Cry sind, ich freue mich auch schon mega auf den neuen Far Cry Teil, der kommt ja im nächsten Monat jetzt auch schon, der wird natürlich schon auch auf meinem Kanal als Let's Play kommen. Okay, wir müssen unser Ziel hier kurz suchen, mit Ikaros. So. Da ist er. Gut, dort oben. An dem Synchronisationspunkt ist die Person, die wir treffen sollen. Können wir gleich sowieso mal hier noch synchronisieren, das ist doch perfekt. So, hier noch ein bisschen Holz mitnehmen. So, und aber jetzt können wir eigentlich auch schon absteigen hier. Leb wohl, Ferdinand. Wir sehen uns später wieder. Hoffe ich. So, Tag schon. Und wenn ich mir das Haus so anschaue, das erinnert mich so vom Aufbau her. Und auch so, wie das hier so alles drumherum aussieht, an das Stadtgebiet. Also wirklich dort, wo das Spiel angefangen hatte. Wo Alexios dort oben saß und so. Daran erinnert mich das gerade so ein wenig. So. Dareas, der ist sogar noch verstohlener als ich. So, Dareas, was hast denn? Dareas, ruhst du dich je aus? Nach Makedonien? Nach dem Jäger? Nirgendwo in der griechischen Welt werden wir je wieder sicher sein. Wir nicht. Wir können niemals ruhen. Wir sind ständig auf der Flucht. Der Orden hat deine Fährte und meine. Wenn du zu lange an einem Ort verweilst... Stirbt Nema. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Auch wenn ich am liebsten bleiben würde. Ich sehe Nema nicht. Deshalb habe ich die Nachricht geschickt. Ärger? Wir suchten in Achaea ein Schiff zu fernen Gestaden. Ein simpler Plan, doch wie so viele simple Pläne... Wurde er kompliziert? Diese Flotte ist auf dem Weg nach Patrae. Sie ist nicht die erste. Da ist etwas faul. Ständige Militärpatrouillen, Seeblockaden. Nema zog los, um uns ein Boot zu besorgen, aber sie kam nicht zurück. Was glaubst du, was hier vor sich geht?
Etwas Großes. Nima hat vielleicht mehr darüber in Erfahrung gebracht. Es könnte der Orden sein. Noch ein Grund mehr, sie zu finden. Nima wird nicht schwer zu finden sein. Sie nahm diese Straße nach Patre. Dann fangen wir dort an. Folge mir. So hoch ist das gar nicht. Hey! Hey, du! Du da auf dem Dach! Ja? Das ist nicht dein Dach! Ja, das stimmt. Ständig springt hier jemand vom Dach. Ich lege besser mein Feuer aus. So. Synchronisieren. Und dann folgen wir jetzt mal ihm. Also ich hoffe einfach mal, dass der guten Nema nichts passiert ist. So. Darius, ich komme. Folge mir. So, ich folge dir. Keine Sorge. Irgendetwas ist Nema zwischen hier und Patre zugestoßen. Wir müssen sie finden. Das werden wir, Darius. Bestimmt. So, Pfeile haben wir auch noch genug. 43 sollten erstmal reichen. Vielleicht finden wir ja auch welche noch hier gleich. Nach Makedonien, aber vor Achaia. Was haben du und Nehmer da gemacht? Wir haben überlebt. Klingt langweilig. Du hattest gehofft, ich unterhalte dich mit grandiosen Geschichten meiner legendären Abenteuer. Nun, ja. Wir haben uns bedeckt gehalten, fern von den Menschen. Langeweile bringt Sicherheit, Alexios. Abenteuer, ich. Ella! Okay, wir müssen nach Spuren suchen. Was haben wir hier? Eine schwere Rüstung und Blut, aber keine Leiche. Nema hatte es wohl eilig, wenn sie so ein Chaos hinterlässt. Da vorne sind Wachen auf jeden Fall. Darius, es gibt keine Spur von Nema. Nur Vorräte und Kriegsgerät. Sie ist untergetaucht. Gut. So, was haben wir hier? Diese Waffen gehörten einem Soldaten, nicht Nema. Such weiter. Ein Pfad, der in die Berge hinaufführt. Gehen wir. Gut, ab in die Berge. Weiter geht's. Steig auf, Darius. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Wachen werden uns gleich angreifen, falls wir dort lang machen. Aber dort machen wir nicht lang. Okay. Was macht dich so sicher, dass Nema hier lang geht? Manchmal muss man weiter vorausschauen und schärfer nachdenken. Da waren Wachen an der Brücke. Hast du nicht gesehen? Offenes Gelände. So dominiere Nema nicht. So, wir machen mal ganz kurz die weg hier. Wow. Da fliege ich einfach runter. So, Kollege. Weg mit dir. Bam. Jawoll. Pferd, komm mal bitte zurück. Ja, ich meine dich. So. Ferdinand, dich meine ich. Du kannst dort bleiben, wo du egal auch gerade immer bist. Das sehe ich auch. So. Weiter geht's. Noch einer. Nein, nicht einer. So. Weg mit den beiden. Und der hier ist jetzt auch noch dran. Wunderbar. Bis jetzt ist es gar keine so große Herausforderung. Die Typen. Ich bin gespannt, ob wir wieder hier welche von so einem Orden haben. So,
Dort vorne ist unser Ziel. Und dort oben ist auch eine Basis. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass da oben sie vielleicht ist. Komm schon. So, Darius. Alexios, hier. Okay, was ist da drüben? Was siehst du? Ich höre Hunde. Oder Wölfe. Sie suchen nach etwas. Achte auf Ihre Körpersprache. Die sind auf Blut aus. Das kriegen Sie. Wir brauchen einen Plan. Wenn Nema sich hier versteckt, könnte sie mitten ins Getümmel hineingeraten. Wenn wir leise vorgehen, können wir die Wachen einzeln ausschalten. Ein weiser Plan, Adlermann. Säubere die Umgebung. Leise. Sollte ich hinkriegen. Sei schnell. Sei lautlos. Vorsicht. Probiere lautlos zu sein. So. Nimm du den. Ich nehme den hier. Du schufst das Gebiet. Vielleicht versteckt sie sich. Den hier übernehme ich. Gut, dann übernimm du ihn. Na los. So, wir warten ganz kurz. Okay, jetzt los. So. Jetzt ist der obere hier dran. Wunderbar. Und jetzt nur noch der letzte dort. So, das waren alle. Sehr schön. Schön leise hier alle weggeholt. Alexios. Es war doch klar, dass wir uns wiedersehen. Ich sagte doch, vertrau mir. Es muss schwer für dich sein, immer recht zu haben. Es ist eine Bürde, die ich würdevoll trage. Nun, ich bin froh, dich zu sehen, Alexios. Die Wahrheit ist, ich bin hier, weil dein Vater Kontakt zu mir aufnahm. Natürlich. Meine Tochter. Da ist noch was anderes. Wir müssen meine Martha finden. Es gibt immer noch Leute, die Hilfe brauchen. Leute, die in Achaia gestrandet sind. Die Soldaten brachten sie zu einer Festung in der Nähe. Ich gehe gleich dorthin. Es könnten mehr Soldaten kommen. Wenn wir die Leichen hier lassen, erregen wir nur unerwünschte Aufmerksamkeit. Ich versammle die anderen. Versteck du die Leichen. Die Gestrandeten sind in der Festung auf den Klippen. Komm gesund zurück. Ich probier's. Bring mir meine Martha zurück. Bitte. Ich sollte zur Festung gehen. Okay, los. Ab zur Festung. In den Sturm. Neue Quest. So, los geht's. Kurz ein paar was rausholen. Ich sehe sie. So. Was haben wir hier noch? Jetzt alles genau anschauen hier. So. Ganz schön viel hier los. Hier können wir auf jeden Fall auch einiges finden. Das gefällt mir ganz gut. So, da oben ist noch irgendwo was. Ja. Wunderbar. So. Das reicht das mal. Mit dem Markierer hier. So. Jetzt machen wir erstmal in die Festung.
Wir probieren, würde ich sagen, erstmal ein paar Leise auszuschalten oben auf der Mauer. Damit wir erstmal ein bisschen weniger Gegner haben. So, hier unten entlang. Jetzt holen wir den dort oben ganz fix mal leise weg. Ich hoffe, es klappt. So, Kollege. So, ausstrecken ist ja nicht. So. Wunderbar. So, das Ostrakon-Rätsel haben wir ja auch schon gefunden. Sehr schön. Sieht doch gut aus bis jetzt. Bam. Ist da weg. So, jetzt machen wir mal nach unten. Erstmal den, der dort schläft, ausschalten. Oh oh. Na super. Und dann. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu laut. Aber ich denke mal nicht. Und ich hoffe es auch. So, durchsuchen. Was haben wir hier? Naja. Nichts Nettes, Gutes da drin. Leider. Jetzt nehmen wir die Seite dort hinten. So. Schlaf schön weiter. Schlaf auf alle Ewigkeiten. Und du dort hinten genauso. So, Taktchen. Schlaf gut weiter. Wir schicken die Leute einfach nur in einen endlosen Schlaf. So. Voila. Was haben wir hier? Okay, ein paar kleine Münzen. Jetzt haben wir den ganzen unteren Bereich schon mal schön abgesichert hier. So, diesen Kommandanten schalten wir jetzt als nächstes aus, würde ich vorschlagen. So, komm her, jawohl. Der ist auch direkt draufgegangen. Ich dachte eigentlich jetzt, die überlebt ja noch diesen einen Schleicherangriff von uns. Lass mal das hier mitnehmen, so. Da schläft wieder jemand. So. Ich wollte ihn einfach nur wecken und wieder schlafen schicken. So, da hinten ist wohl jemand gefangen. Ja. Gut, dann retten wir sie mal. Wir schauen davor nur nochmal hier nach. Hier ist nichts. Okay, gut. Wow, die armen anderen Leute hier. So, sie sind sicher. Gehen sie. Husch, husch. Mein Mädchen, hast du mein Mädchen gesehen? Dein Kind ist unten bei den anderen. Geh! Bitte, ich helfe gerne. So. Wen haben wir denn da? Ich denke mal, das ist so eine Art Anführer. Okay, ja, ein Kultist ist das. Gut. Druck bestätigen. Zack. Meine gute Tat für heute. Jawohl. Wieder ein Kultisten ausgeschaltet. Sehr schön. So, Taktchen. Hä, fällt er hin? Der ist hingefallen. Wie das denn, Kollege? Also, ich glaube, das sind schon die Alterserscheinungen da. Oh, du bist eine Frau. Sorry. Zack. So, erstmal weg mit dir hier. Du bist jetzt frei. Gute Dame, geh. Geh zum Fuß des Berges. Dort warten die anderen. So. Jawohl. Hier ist noch eine Kiste.
Wir probieren mal hier alle Kisten noch zu holen. Sind ja nicht mehr viele. Ist sogar, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, nur noch eine. So. Einmal einen schönen Schleifangriff hier machen. Nicht Schleifangriff, sondern einen Schleichangriff. Sehr gut, ich kann nicht mehr sprechen. So. Und schreibt mir auf jeden Fall zum Schluss der Folge gerne mal euren Ersteindruck so rein von der zweiten Episode hier. So, ihr seid jetzt mal noch frei hier. So, bitteschön. Lauft! Die anderen sind am Fuß des Berges. So, wo ist denn hier mal noch eine Kiste? Kiste, Kiste, Kiste. Da hinten. Und dort ist auch noch irgendwas. Okay, ja, ein geheimer Weg unten. Gut. Dann holen wir mal noch ganz fix hier die Kiste. Ach, die ist da unten. Okay. Wo ist der Weg dort nach unten? Muss ich hier hinten erstmal runter? Ich glaube, ja. So, und die anderen Sachen haben wir. Nein, da fehlt auch noch ein Befehlshaber. Ich hoffe mal, dass der jetzt mit hier unten ist. Obwohl, weiß doch eher nicht, weil wir Nema ja treffen sollen hier. Und die ist auch gar nicht mehr so weit entfernt von hier. Hier, die Kiste ist aber dort, ja. Gut. Macht jetzt nichts, dass wir da den letzten nicht mehr erwischt haben. Und die Kiste sieht ganz schön cool aus, so vom Design her. Sieht auf jeden Fall anders aus als manch andere Kisten so. Oben ist der Befehlshaber. Ja, macht jetzt nichts, dass wir den nicht erledigt noch haben. Ist doch schade, hätte halt noch was gut an EP hier vielleicht gegeben. Aber egal, würde ich sagen. So, geht's denn jetzt hier noch ein bisschen weiter nach unten vielleicht? Nirgends, glaube ich. Ja. Gut, dann müssen wir sowieso anscheinend nochmal mit nach oben hier. Dann machen wir jetzt einfach nochmal hier nach oben ganz kurz. Vielleicht kann man ja doch nochmal hier den Befehlshaber ganz fix ausschalten. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Wow. Hier kommt man da raus, okay. Wow, das wäre gut gewesen, hätten wir das direkt anfangs gewusst. So, ganz kurz das Ding ausschalten. Jawohl. Und jetzt erstmal schön EP hier. Wir haben dem Kult einen Gefallen getan und wollen nun unsere Gegenleistung. Unterzeichnet vom Orkan. Der Orden und der Kult arbeiten zusammen. Wenig überraschend. So, gut. Nema. Ich bin gleich bei dir, Schatzi. So. Aber das muss ich schon sagen. Alexios und sie würden vielleicht sogar ganz gut zusammenpassen. Wir sind schon zu lange in Achaea. Der Orden wird uns bald einholen. Martha! Mein Kind! Es geht dir gut. Zeus sei Dank. Alexios, du bist zurück. Du bist der Söldner, der uns rettete. Danke. Ich bin Kletter. Ich biete den Gestrandeten Zuflucht nicht weit von hier in Bura. Ich bin schon lange in Achaea, doch es hat sich verändert. Eine gefährliche Präsenz kommt immer näher. Ich fand eine Nachricht an jemanden namens Der Orkan. Du kennst diesen Namen. Jeder in Achaea kennt den Orkan. Sie ist die skrupelloseste Schiffsführerin, die je in der Ägäis segelte. Wer sich ihr widersetzt, stirbt. Und ihr Zorn, sogar Poseidon fürchtet sie.
Ich beherberge jene, die dem Orkan nicht entfliehen können. Aber sie können nicht ewig bleiben. Der Hafen ist abgeriegelt. Soldaten durchkämmen das Gebiet. Ich arbeite an einem Plan, sie aus Achaea zu schaffen. Wenn du helfen kannst, suche mich in Bura auf. Sie weiß mehr, als sie sagt. Das spielt keine Rolle. Der Orden ist hier. Amorges und der Rest werden uns unsere Taten in Makedonien nicht vergeben. Amorges wird nicht vergessen, dass der Jäger durch die Hand eines Verdorbenen starb. Sein Verstand ist schärfer als jede Klinge. Womöglich beobachtet er uns bereits. Studiert jede unserer Bewegungen und Entscheidungen, um unsere Schwächen aufzudecken. Die Gestrandeten kommen sowohl aus fernen Ländern als auch aus der ganzen griechischen Welt. Händler, Bauern, Seeleute, Familien. Sie werden gefangen und ausgefragt über Makedonien. Wegen uns. Diese Leute müssen leiden, weil der Orden nach uns sucht. Diese Leute brauchen Hilfe. Wir müssen etwas tun. Ist es nicht das, wofür wir kämpfen? Sind sie das Risiko nicht wert? Wir können sie nicht retten. Nicht solange der Orkan so stark ist. Wir müssen sie schwer treffen. Nur so bekommen wir die Gestrandeten nach Hause. Wir sollten anfangen. Wo wirst du hingehen? In Patrae wimmelt es von den Truppen des Orkans. Ich suche dort nach Hinweisen über den abgeriegelten Hafen und vielleicht auch über den Orkan. Dein Vater weiß, wie man einen guten Abgang hinlegt. Wo ist er hin? Er geht einigen Spuren in Patrae nach. Suche im Rumpf eines Schiffs am Hafen nach ihm. Dort hat er sich ein kleines Versteck angelegt. Gegen uns drei hat der Orkan keine Chance. Wir werden sie vernichten. Dann steht es dir frei, die griechische Welt für immer zu verlassen. Ich gehe zum Hafen und spüre den Orkan auf. Sie kann nicht das einzige Mitglied des Ordens in Achaea sein. Ich halte auch schon nach anderen. Bis bald, Alexios. Bis bald. Ja, bis bald. Mal sehen, wann wir sie wiedersehen werden. Gut, damit haben wir aber jetzt auf jeden Fall auch unser nächstes Ziel. Und mal sehen, ob uns das auch gelingt. Ich könnte zu Dareios und Nema in Patrae gehen, oder ich könnte in Bura nach Kletter suchen. Gut, damit haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal mehrere Quests bekommen. Und ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Lasst jetzt gerne an der Stelle hier einen Daumen nach oben da für mehr Assassin's Creed Odyssey. Und schreibt auch sehr gerne einen Kommentar, wie euch so bis jetzt die zweite Episode des DLCs gefällt. Das war's, haut rein, euch noch einen schönen Tag und tschüssi.